Moin Leute, es gibt mal wieder ein Update zu meinem R2D2 3D-Druckprojekt. Und ich habe euch ja in den letzten Videos schon immer so ein bisschen durchblicken lassen, wie begeistert ich von diesem ganzen Design bin, also von diesen ganzen Druckdateien, wie detailverliebt das Ganze ist. Ich bin bisher wirklich total hin und weg. Und jetzt wurde das Ganze nochmal auf die Spitze getrieben. Das heißt, heute haben wir echt Nerd-Alarm. Cool ist es ja, wenn selbstgedruckte Teile richtig gut aussehen. Aber ich finde, nochmal eine Spur cooler ist es, wenn die Teile funktional sind. Und naja, ich hatte bei den beiden dann irgendwann so eine kleine Durststrecke, weil da war so viel Kleinkram zu drucken. Und da hieß es dann einfach durchhalten, 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 drucken, drucken, drucken. Irgendwann war das Ganze fertig und dann habe ich mich an das mittlere Bein gewagt. Habe da unter anderem hier diese Verkleidung von dem Bein gedruckt. Das ist halt einfach ein Teil, was gut aussieht. Und habe dann auch hier das Bein selber gedruckt. Also das ist hier quasi, sagen wir mal, der Schenkel hier unten mit dem Fußgelenk und zwei so Verzierungszylindern. Aber so richtig cool wurde es dann, als ich angefangen habe, mir Omni-Wheels zu drucken. Der ein oder andere wird sich fragen, was sind denn Omni-Wheels? Ja, und Omni-Wheels sind diese kleinen Räder. Die kommen halt in die Beine, also in die Füße. Und ein Omni-Wheel hat halt die Möglichkeit, sich einmal quasi um seine Achse zu drehen, wie das halt so üblich ist bei einem Rad. Aber ein Omni-Wheel hat außerdem hier noch so Walzenräder an der Seite. Und das heißt, dieses Omni-Wheel kann sich also um die eigene, also um die Hauptachse drehen, kann aber auch dann seitwärts fahren. Ja, und das brauchen wir halt bei dem R2D2, weil wenn der sich dann auf der Stelle drehen will, dann wären diese Räder quasi im Weg, wenn sie starr wären. Oder man müsste da halt so eine Konstruktion drunter bauen, wie man die zum Beispiel so von Einkaufswagen kennt. Also so ein Rad, was sich um die eigene Achse dreht. Aber ich sag euch, Omni-Wheels sind einfach nochmal eine ganze Spur cooler. Ich war etwas skeptisch, ob das funktioniert, also so selbstgedruckte Dinger. Ich hatte schon mal eins gekauft, aber die Biester sind auch wirklich nicht billig. Und zurzeit ist auch leider die Verfügbarkeit so ein bisschen schwierig gewesen. Naja, und dann habe ich mich da einfach mal rangewagt. Und ich will euch mal zeigen, aus wie vielen Teilen ein so ein Omni-Wheel eigentlich besteht. Das erste ist halt, man braucht natürlich ja hier diese Walzen, Räder oder sagen wir mal Reifen. Und diese Reifen, die werden aus TPU gedruckt. TPU ist ein flexibles Material, also das kann man auch zusammendrücken. Jetzt nicht so ganz einfach, also da ist schon ein bisschen Spannung drauf. Und ja, das nennt sich halt TPU. Die habe ich nicht selber gedruckt, die hat mir der Marcel gedruckt, weil der da einfach Erfahrung mit hat. Und das hat er schon gemacht, als ich noch ganz am Anfang von dem Projekt war. Das heißt, sie liegen hier schon eine ganze Weile rum. Mittlerweile würde ich mich da vielleicht auch selber dran trauen. Ja, und in diesen Reifen, sagen wir mal, da kommt dann die Achse oder sagen wir mal Felge, also quasi das Innenstück. Ja, und diese Teile, die habe ich aus PETG gedruckt. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, mittlerweile habe ich den dritten Drucker. Ja, wenn man solche Projekte macht wie diesen R2D2 und darüber im Internet berichtet, dann hat man halt manchmal auch das große Glück, dass Firmen einen solche Geräte zur Verfügung stellen, zuschicken, damit man darüber ein Video macht. Und ich habe einen dritten Drucker bekommen, einen Longa LK5 Pro heißt der. Ja, und das Ding liefert einfach ab und den habe ich dann irgendwann auf PETG eingerichtet oder umgestellt, weil PETG halt einfach nochmal eine ganze Spur stabiler ist als PLA. Und zum Beispiel werden da auch Achsen draus gedruckt und hier habe ich einfach mal so einen kleinen Fehldruck und die kriegst du nicht kaputt, die kriegst du nicht durchgebrochen, obwohl das halt wirklich so eine ganz, ganz dünne Achse ist. Und das Coole an PETG ist, dass es auch noch so eine gewisse Flexibilität hat. Ja, und daraus habe ich halt mittlerweile so alle Teile gedruckt, die in irgendeiner Form eine Funktion erfüllen müssen, die also auch so ein bisschen filigraner sind, also was halt richtig was halten muss. Naja, und da habe ich dann halt diese
sagen wir mal, Felgen gemacht. Ja, und dann muss halt dieser Reifen auf diese Felge. Das ist nicht so einfach, das wird quasi reingepresst. Dafür habe ich dann diese TPU-Reifen einfach in ein Wasserbad gelegt, bei 100 Grad gekocht, mir ein schönes Süppchen gemacht und dann einfach mit so einer Schraubzwinge das Ganze zusammengepresst. Und das geht ganz gut, hat eigentlich ja auch echt gut funktioniert. Das Einzige, was man halt irgendwie auch beachten sollte, wenn diese Dinger in 100 Grad heißem Wasser gelegen haben, sind die halt einfach auch heiß. Ja, also ich habe mir da auch schön die Finger dran verbrannt. Geht, hält sich in Grenzen, aber das hat funktioniert. So, in jedes von diesen ja quasi fertigen Rädern kommen dann kleine Mini-Kugellager rein. Auf jede Seite eins. Und die müssen auch so ein bisschen eingepresst werden. Und dadurch kommt dann eine ja, 3 mm Edelstahlstange. Die habe ich mit dem Dremel mir einfach zurechtgeschnitten oder gesägt und ein bisschen abgefeilt an den Enden. Und dann hat man quasi schon mal ja, hier einfach so ein Rad auf einer Achse. Richtig süß. Funktionieren ganz hervorragend. Ja, und dann hat man diese beiden, sagen wir mal, ja, diese Rahmen von den Omni-Wheels. Und in diesen Rahmen, da kommt dann erstmal ein etwas größeres Kugellager. Ja, und nun muss man das Ganze bestücken. Das heißt, hier kommen also quasi 4 von diesen fertigen Rädern, Achsen, was auch immer rein. Das ist so ein bisschen, ja, muss man ein bisschen aufpassen, weil am Anfang fällt das natürlich alles raus. So, einmal alles zurechtlegen. Dann kommt da einfach der Deckel drauf und schon ist das Omni-Wheel fertig. So, der ganze Spaß, der wird dann noch verschraubt. Das Coole ist, in dem Design, da sind dann also auch hier gleich Vorrichtungen für Schrauben und Muttern. So, ich mache das jetzt mal hier nur bei einem. Ja, und das Ganze, das brauchen wir für den mittleren Fuß insgesamt 6-mal. So, ich will das mal gerade hier fertig schrauben, weil dann können wir nämlich gleich mal quasi das ganze Fahrgestell für den mittleren Fuß zusammenbauen. Und dann kann ich euch das mal zeigen, wie das dann fertig aussieht. Das Coole an dieser Geschichte ist, dieses ganze Fahrgestelldesign wird halt geschraubt. Das heißt, da muss nichts großartig beigeklebt werden. Ich bin noch am Überlegen, ob ich später die eine oder andere Stelle vielleicht zusätzlich klebe. Das muss ich einfach mal gucken. Aber es ist natürlich so, rein aus Wartungsgründen ist es natürlich viel schöner, wenn das alles geschraubt ist, weil man weiß ja nie, vielleicht geht ja doch mal irgendwo irgendwas kaputt oder ja, vielleicht hat man es dann doch nicht so gut gedruckt, wie es eigentlich sein sollte. Also es kann da schon Gründe für geben, dass man Dinge einfach mal austauscht. Ja, und diese Omni-Wheels, das sind quasi 3 verschiedene. Die brauche ich dann je 2-mal. Und die werden dann ja quasi hier so zusammengeklipst. Das heißt, die haben hier Nut und Feder. Sind auch alle nummeriert. Die Nummerierung, die erkennt man anhand ja, von so kleinen Punkten, damit man auch weiß, welches wohin gehört. Dann werden die um 90 Grad, nee, nicht 90 Grad, um 45 Grad werden die versetzt quasi, damit also immer mindestens einer von diesen Reifen auch Bodenkontakt hat. Das geht bei einigen ein bisschen schwer, weil das auch recht stramm sitzt. So, da ich es schon ein paar Mal gemacht habe, geht das jetzt relativ leicht. Und dann kommt da die Achse durch. So, das ist ein bisschen schwergängig. Das ist aber ganz gut, weil das soll ja auch nicht hin und her rutschen. Ich habe die Achse so ein klein wenig gefeilt, bis sie dann wirklich etwas schwergängig da drauf ging. Aber so rutscht das dann nicht hin und her. So, und dann kommt hier so ein Endstück auf die Achse. So, das Ganze brauchen wir 2-mal. Und dann habe ich hier den Rahmen für dieses Fahrgestell. Das habe ich alles schon mal vorbereitet
Auch ein super Prinzip, wird auch alles geschraubt. Eine Achse ist schon drin. So, und da kommt jetzt also diese zweite Achse rein. Das ist auch, es passt alles wieder wunderbar zusammen. Wird auch hier dann verschraubt. So, und wenn das dann alles fertig ist, hat man also hier wirklich ein extrem cooles Fahrgestell oder Fahrwerk. So, und das kann jetzt also natürlich ganz normal vorwärts, rückwärts fahren, aber dieses Rad kann halt auch seitwärts fahren. Und ihr seht, das fährt auch wirklich gut. Also dadurch, dass man da Kugellager drin hat, klappt das also wunderbar. Und der R2D2 kann dann also später auf der Stelle drehen, weil das mittlere Rad sich halt auch auf der Stelle drehen kann. Und ich muss sagen, ich bin einfach hin und weg von diesem Design. Das ist so cool. Das Ganze wird natürlich dann später noch getoppt durch die äußeren Beine. Da kommen dann auch noch Motoren rein und Antriebe. Da kommen dann auch wieder solche Omni-Wheels rein. Aber das hier jetzt erstmal nur für das mittlere. Das mittlere Bein, das wird natürlich nicht mit einem Motor angetrieben. So, und das Ganze wird dann hier mit dem Bein verschraubt. Das passt hier also wirklich genau rein. Ja, und vorher kommt dann hier noch diese Verkleidung rein, weil es ist fast schade, aber von diesem wunderbaren, wundervollen Fahrgestell sieht man halt später nichts. Das ist natürlich so gedacht, aber ihr könnt das sicherlich nachvollziehen. Leute, die gerne basteln und für sowas ein Faible haben, die würden es natürlich am schönsten finden, wenn man das Ganze dann später sieht. So, die Schrauben, die kriege ich da jetzt nicht rein, weil das ist sehr tief. Da muss man ein bisschen mit der Pinzette bei. Das ist jetzt ziemlich viel Gefummel. Ich drehe das einfach mal von Hand so um. Und jetzt haben wir hier das mittlere Bein. Ist das nicht cool? Leute, also ich meine, mal ehrlich. Und vor allem, es ist alles selbst gedruckt. Also das ist nicht zugekauft. Man kann, wie gesagt, diese Räder auch kaufen, fertig. Aber ich weiß nicht, das ist meiner Meinung nach also echt nochmal ein ganz anderer Nerd-Level. Also ihr seht schon, ich bin wieder mal sehr, sehr begeistert, vor allem, weil das alles so funktioniert. Ja, ist natürlich viel Kleinkram. Also in jedes Omni-Wheel kommen insgesamt 9 Kugellager rein. Das Ganze mal 6 nur für das mittlere Bein. Das Gute ist aber, Kugellager sind nicht wirklich teuer. Diese kleinen Mini-Kugellager, die da in diese Walzen kommen, da kosten, glaube ich, 20 Stück 8 Euro von oder so. Die größeren sind dann einen Tacken teurer, aber da braucht man ja auch nicht so wahnsinnig viel davon. Ja, und so langsam werde ich immer hibbeliger und freue mich darauf, wenn der R2D2 irgendwann auf eigenen Beinen steht. Ich habe jetzt angefangen, die Antriebe zu drucken für die äußeren Beine. Das ist echt nochmal ein Level up, weil, wie gesagt, da kommt ein Motor rein, da kommen Zahnräder rein. Ich habe hier Zahnräder schon mal angefangen zu drucken. Die kann ich euch hier einfach mal zeigen. Also das hier ist ein Teil von dem Antrieb. Das habe ich auch aus PETG gemacht. Und ja, da muss dann noch ein Motor rein. Da kommt halt ein richtiger Motorrahmen drum und so weiter. Also das ist dann nochmal eine Spur cooler. Und da bin ich halt gerade bei. Und ja, wie gesagt, da wird halt auch sehr viel aus PETG gedruckt. Ja, Leute, so viel zu dem R2D2. Das ist der Stand der Dinge. Und ja, ihr merkt es, wie immer, die Begeisterung ist groß. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll, wenn der irgendwann fertig ist. Das ist wahrscheinlich extrem schade. Ich würde am liebsten immer weiterbauen. Das ist so ein bisschen wie Modelleisenbahn. Das darf eigentlich gar nicht fertig werden. Ja, ich packe euch auch wieder ein paar Links unten drunter für das ein oder andere Teil, auch hier Filament, was ich verwende. Ich gucke mal, Kugellager, nee, sowas verlinke ich nicht, das steht alles in der Anleitung. Also wenn ihr selber den R2D2 baut, dann habt ihr in der Anleitung, welche Kugellager ihr braucht und so, und das könnt ihr dann einfach ganz easy bei Amazon bestellen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, beim nächsten Update kann ich euch dann was von den äußeren Beinen mit den Antrieben zeigen. Tschüss!